Hi Leute, heute zeige ich euch noch meinen Schlüsselrand aus Akt 2. Dazu steige ich meistens in der Seelensteinkammer ein, bei Sold und Kull, und jumpe dann direkt auf dem Weg zur Oase. Gut, dort angekommen, ja, rase ich mehr oder weniger einfach nur durch, versuche eine Elitegruppe nach der anderen zu finden und. Ja, sollt euch der Schlüsselmeister natürlich vorher begegnen, lasst ihn stehen, rennt dran vorbei und sucht erst auf die restlichen Gruppen. Ihr müsst auf jeden Fall ein 5er Stack haben, da sonst die Drop-Chance so gering ist, dass er eigentlich ja, mehr Glück als Verstand braucht. Gut, nachdem ich hier auf Patch 1.08 spiele, ist auch hier wieder einigermaßen mehr los. Ihr werdet, ich denke mal, im Laufe des Videos sehen, was sich hier dann so ja, abspielt. Wie in einem anderen Video empfehle ich euch, wenn es einfach zu viel wird, ja, lasst sie mal nicht stehen, sondern klopft ein paar klein, weil hier die Angriffe schon etwas intensiver sind. So, also fangen wir mal an. Wo geht's denn los? Ja, die Keulenjungs sind ja ein bisschen leicht, die räume ich immer mal wieder gleich weg. Systematisch durchzulaufen, um ja, sagen wir, die Fläche hier weiträumig abzulaufen. Und falls der Schlüsselmeister, wie gesagt, irgendwo rumsteht, dann schon mal zu wissen, wo er ist. Gut. So, hier dürfte nichts mehr sein, dann probieren wir es oben. Ist die Suche manchmal recht nervig. Aber dadurch, dass jetzt hier wieder mehr Monster da sind, kann man sich auch ein bisschen mehr austoben. Okay, schauen wir mal. So. Man merkt, es ist hier schon etwas mehr los als in den anderen Patch-Varianten, weil da teilweise bist rumgelaufen, hast du ja gar keinen Gegner gefunden. So. Ich brauche mal jetzt gar nicht. Macht der Gewohnheit. Es gibt sogar eine, muss da irgendwo mal eine Elite-Gruppe auftauchen. Naja. Typischer Vorführeffekt. Wie ihr seht, versuche ich die Karte recht, ja, systematisch abzulaufen. Das heißt, ich versuche immer nicht kreuz und quer zu laufen, sondern immer so, dass ich einen Teil der... Ah, nein, endlich. Sondern, ja, rauf und runter, damit man den Teil der Karte mehr oder weniger abscannt. So, die sollten schnell erledigt sein. Und weiter geht's. Wir haben unseren ersten Stack. Für alle, die nicht wissen, was Stack bedeutet, ist ein Stack ist nichts anderes wie ein Stapel. Wir stapeln die Nephilim aufeinander, also auf Deutsch gesagt. Ihr seht später, sobald die zweite Gruppe läuft, dass auf dem Bild des Nephilim eine 2 steht. Sozusagen haben wir einen zweiten Stack. Also, wir haben es aufeinander gestapelt. Die Frage kam auch schon ein paar Mal. So, jetzt nehmen wir den Schrein noch mit.
Bauen wir kurz auf. Und weiter geht's. Ach ja, der lässt sich halt wieder mal Zeit. Ja, hier ist eine schöne große Gruppe. Ich glaube, hier räumen wir lieber erstmal auf. Oh, das da hinten könnte mal eine Quest sein. Kleine Schatzsuche. Dafür bin ich auch immer zu haben. So, jetzt ist mal das Kleingemüse hier weg. Gut. Okay, schauen wir mal. Jawohl, das ist er. Also. Schauen wir mal. Gehen wir mal auf Schatzsuche. Zudem bringt uns das mindestens noch ein bis zwei Stacks, wenn wir Glück haben. Da wir auch immer ziemlich viel Elite unterwegs sind. Und die Quest gibt uns auf jeden Fall noch einen Stack. Ja, sehen wir, da hinten ist ja schon eine Elite-Gruppe. So, weg mit dem Gemüse hier und weiter. Und hier wartet unser zweiter Stack. Sobald wir die Gruppe erledigt haben, seht ihr, dass auf dem Bild des Neferlim eine 2 erscheint. Somit haben wir dann einen zweiten Stack. So, bitteschön. Das Giraffe lasse ich liegen, da es hier wirklich nur geht, euch zu zeigen, wie laufe ich da so durch. Ist wie gesagt nur eine Möglichkeit, es gibt noch andere. Man kann sich auch die Mühe machen, erst vorher alles durchzufarmen und dann zum Schlüsselmeister zu gehen. Das könnt ihr machen, wie ihr Lust und Laune habt. Ah, super Eis. Und ich habe Glück gehabt. Blöde Kombination, Eis und Gift. Und diesmal reichen wir mal aus. Dass die Viecher immer so rumrennen müssen. Und erledigt, weiter geht's. Ja, das kann man sparen. Dann, ja. Wo ist der Hebel? Hier. Nee, das auch nicht. Ja, dann auf der anderen Seite. Na ja, klar. Also zurück. Na, da ist er doch. Also dann rein in die Höhle. Und unser Schatz. Ach, das gibt mich. Ja, ab und zu kommt ja auch mal ein Geist. Also. Ist schnell erledigt. Uns genügt das Deck. Wir haben jetzt schon den Vierfachen. Hat sich schon rentiert die Höhle. Und wir gehen raus und suchen weiter. Jetzt fehlt mir nur noch eine Gruppe und dann kann ich den Schlüsselmeister umhauen. Jo. Und wenn wir Glück haben, ist auch ein Schlüssel dabei. Oh, ah, schade. Ich freue mich immer über die Leichtfüßigkeit, weil dann kommt man ein bisschen schneller voran. Aber auch nicht schlecht. Na, da ist er doch. Genau, euch haben wir gebraucht. Und da ist er, klar. So, und weiter. Jetzt brauchen wir den Schlüsselmeister. Mal schauen, wo der sich diesmal versteckelt hat. Ja, hier ist auch eine zweite Höhle, also falls ihr noch keine Gruppen habt oder genügend Gruppen habt, könnt auch hier reingehen. Hier sind normalerweise auch so zwei, drei drin.
Ja, hier räumen wir lieber mal auf. Diese blöden Dinge. Ja, komm weg da. So, weiter geht's. Dann lass mal stehen, das sind mich nicht. Soll man nachlaufen, bis es sich rentiert. So, aber hier sammelt sich wieder ein bisschen was zusammen. Ich laufe jetzt trotzdem weiter. Hier unten ist auch noch eine schöne Quest, gibt es auch wieder einen Schatz. Gut, hier räumen wir es auf. Bist du denn? Da unten ist auch eine Elite-Gruppe. Also ihr seht, es ist genügend für Verfügung. Ihr müsst gar nicht erst großartig. Ah, da ist er doch. Ihr müsst gar nicht großartig in die anderen, Bereiche reinspringen, um Stack zu bekommen hier. In der Oase bekommt er auf jeden Fall. So, bin ich mal gespannt. So, Spannung. Und hat er dabei? Jawohl, da ist er doch. Gut. Oh, ich hoffe, euch hilft das weiter. Falls nicht, ja, meldet euch bei mir im Kommentarbereich. Unten findet ihr mein Battletag. Und falls ihr Hilfe braucht, ist kein Thema, meldet euch. Ich gehe auch mal mit. Jo, dann weiterhin viel Spaß und man sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.